An der Hallendecke und da gibt es Einwurf für Neubrandenburg. Er ist doch so sehr, sehr viel Unruhe, sehr, sehr viel Nervosität im Spiel. Und Brandenburg hat über an der Weihe eine gewisse Sicherheit durch die Tore aus der Halbposition und führt deshalb hier auch. Freiwurf. Naja, traut sie sich nicht zu werfen. Jetzt das passive Spiel angezeigt. Und der Wurf von Maria Klemm dann am Tor vorbei. Da traut sie sich nicht richtig zu gehen. Möchte zur Wurfhandseite. Nur jetzt schön durchgespielt, Schemmer wieder. Und sie scheitert an der Torhüterin und der Konterlauf von Neubrandenburg. Aber Schwerin schon wieder zurück, formiert. Aber die stehen nicht richtig. Güdokeit holt den Ball klasse. Aber Harder holt sich die gelbe Karte ab. Torwartwechsel. Wiebke Dittchen jetzt im Tor. Und sie hält den Ball von Anne Weyer. Und da wacht der Fanblock der Grün-Weißen auf. Güdokeit, die vorher fantastisch gehalten hat, geht jetzt auch wieder ins Tor. Und ein kollektives Abklatschen auf der grün-weißen Bank. Und Harder mit dem Treffer erzählt nicht, da sie im Kreis gestanden hat. So die Aussage des Schiedsrichter. So bleibt es beim 3:5. Und da holt sich Wurf, enger Winkel wird auch gehalten, aber da war der Arm noch dran von Laura Lucius. Und deshalb gibt es erneut 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Es ist bereits der 4. in diesem Spiel. 3:5. Und jetzt 4:5. Jennifer Kriegsmann mit ihrem 3. Treffer in diesem Spiel. Schlechter Pass von Weyer. Und jetzt die Möglichkeit für Grün-Weiß hier zum Ausgleich. Und der Konter sitzt. Und dann sind sie wieder auf 2 Tore weg. Jasmin Simoneit mit dem 4:6.
Hat er da kurz Probleme mit dem Auftreten. Es geht aber wieder und sie geht wieder dahin, wo es weh tut. Und diesmal ist er drin. Diesmal zählt das Tor. Ihr zweiter Treffer, 5-6. Und da Jennifer Kriegsmann gut aufgepasst. Jetzt wird schnell gespielt. Der Doppelpass und das Tor. Und der Ausgleich für Grünwald-Schwerin. Und jetzt gibt es Auszeit. Und nochmal von Fortuna Neubrandenburg. 6-6 auf grün-weißer Seite. Klatschen Sie sich ab. So, die Ansprache bis ganz zum Schluss ausgenutzt. Trainer von Neubrandenburg bemängelt seine Mannschaft, sich zu wenig bewegt, dass die Halbpositionen nicht mit Dampf kommen, dass dann auch nicht nachgerückt wird und in der Abwehr wird nicht schnell genug verschoben auf der 6-0, bei der 6-0-Position. Und die Halbspielerin von Schwerin würde nur auf Lücke gehen. Und würde diese Möglichkeiten, dieses Nicht-Nachrücken auf Brandenburger Seite nutzen. Und da finden die neuen Brandenburger jetzt die Lücke. Annelie Dettler mit dem 6-7. Und da ist genau das, was der neue Brandenburger Trainer ansprach. Diese Lücke, auch wenn Saskia Harder das in diesem Fall nicht richtig nutzen kann. Und außen rausgespielt. Und der Treffer für Fortuna Neubrandenburg durch Jasmin Simoneit. Und wieder sitzen sie da. Die Lücke, da kommt sie wieder zu spät. Marie Klemm. Genau das, was der Trainer angesprochen hat. Und es gibt 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Kriegsmann wieder. Sicher oben in den Giebel. Vierter Treffer. Beim vierten 7 Meter. 7-8. Und Anne Weyer, da kommt sie mal mit etwas Schwung, setzt sich da durch. 7-9. Ihr fünfter Treffer in diesem Spiel. Gelbe Karte gegen Jennifer Kriegsmann, die dritte für Grün-Weiß-Schwerin. Das war ganz klar, es war am Trikot gehalten und dafür gibt es Gelb.
auf geht's. Immer war abgepfiffen. Schlechter Pass, Fuß. Hat sie Glück. Aber jetzt eine neue ruhige Angriff. Für Grün-Weiß-Schwerin. Und da suchen sie die Lücke, finden sie die Lücke, aber sie findet das Tor nicht. Und da sucht sie das 1 gegen 1. Marie Klemm. Legt sie sich nur rein, bekommt sie den Freiwurf, aber da war nicht mehr viel möglich. Anne Weyer mit was für einem Geschoss. Sechster Treffer, rechts oben, aus ihrer links oben, rechts oben in den Giebel. Und die Antwort von Grün-Weiß-Schwerin von Stemme, hier ist der Treffer. 8:10. Wieder kann Grün-Weiß-Schwerin sich den Ball sichern und hier jetzt die Möglichkeit, wieder auf ein Tor heranzukommen. Und Kriegsmann von außen, jetzt auch erfolgreich. Treffer Nummer 10. Treffer Nummer 9 natürlich. 9:10. Der 5. Treffer für Jennifer Kriegsmann in diesem Spiel. Und eine Körpertäuschung in das Tor von Laura Lucius. Zum 9:11. Und wieder der schnelle Gegenzug für Schwerin. Bekommen sie den Freiwurf. Und die Auszeit genommen von Grünwald Schwerin. Noch weiter? 2 Meter weg.